Hi Leute, ich bin hier gerade ein bisschen am Abhängen und wollte eigentlich nur sagen, viel Spaß mit der nächsten Staffel Hollywood Uncut. Oh, oh, fuck. Calvin Hollywood Fotografie ging pleite. Wir haben jetzt umgesiedelt in eine Möbelpackfirma, weil Photoshop von mir will keiner mehr sehen. Aufträge sind nicht mehr gegangen. Ich wurde nicht mehr gebucht. Da habe ich gedacht, die Klamotten, die passen auch zu so einem Umzugsunternehmen. Das machen wir jetzt, ja, neuerdings. Und da ich arbeitslos war, bin ich gleich mitgekommen. Wer nimmt mich sonst? Hey Leute, Montagmorgen. Alles ist weiß hier in Oftersheim. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg in eine Diskothek, montags morgens um 10 Uhr. Allerdings nur für ein Meeting. Für einen Workshop haben wir einen VIP-Bereich reserviert und da gucke ich mir das Ganze jetzt mal an, wie das aussieht, dass wir auch gute Plätze bekommen. Ja, und dann um 13 Uhr ist nochmal heute ein Meeting beim Chinesen. Und dann war es das eigentlich heute, ganz entspannt. Liebe Grüße aus dem verschneiten Oftersheim. So, hi Leute, liebe Grüße aus dem Atelier. Heute beginnt der Zockertag hier im Atelier Weiches Licht. Die ganze Gang ist eingetroffen und ich zeige euch jetzt mal, wie so Menschen aussehen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, außer zu zocken. Die sehen ungefähr so aus. Das sind meine ganzen Zockerkümpels. Es fehlen noch ein paar. Hier wird gerade alles vorbereitet. Oh, die Schärfe stimmt nicht hier. Wow. So sieht einer aus, der sich Rambo nennt. Wahrscheinlich wisst ihr das selbst, wenn ihr selbst fotografiert, dass ihr ungern selbst vor der Kamera steht, beziehungsweise wenn es dann mal ein Bild von euch gibt, dann so geht es mir, ich gucke mir immer die Bilder an und denke, wie sehe ich da aus und so weiter. Also ich bin bewusst Fotograf, um auf der anderen Seite der Kamera zu sein. Der filmt doch wieder! Der filmt doch! So Leute, hier ist der Calvin. Und der Calvin fährt gerade Schlittschuh. Wuhu! Wow! Hallo Blogleser, hallo Facebook und vor allen Dingen hi YouTube. Ich habe schon lange kein Video. Warte. Okay. Pray. Freedom. Okay, warte. Das sind jetzt die Filme fürs Normale. Hi Leute, 10 Uhr morgens Deutschland und ich bin gerade Modell für meine Jacken, die es jetzt im Store gibt. Und meine Frau hat zu mir gesagt, wir brauchen Bilder von dir, wie du diese Jacke anhast. Und jetzt müssen wir so Produktbilder, ich habe noch nie Klamotten fotografiert, ja. Gabo fotografiert mich jetzt, ich werde jetzt hier als Model agieren, wie man das halt so macht, als professionelles Klamottenmodel. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, okay. Ich bin voll der Experte, ich kann sogar rückwärts fahren, guck mal. Wuhu! Wow. Kopieren, da wird immer viel Angst, oder? Da wird man angekleidet. Wenn ich heute einen ganz großen Mann mache, der ist so weit weg, ich kann ihn nicht schaden. Deswegen könnt ihr euch an dem ruhig orientieren. Ich kann euch sagen, wer mein Vorbild ist. Wer mein Mentor war. Okay, geh mal in die Pose. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Und sexy, sexy. Das war nicht sexy. Smiley. Ja, smiley und sexy. Ja. Ja, lässig. Das ist gut. Und mehr, gib mir mehr. Los. Der nächste, der muss sitzen. Oh, ich krümme. Okay, und jetzt Kinn hoch. Oder? Kinn runter. Yeah. Triple Kinn. Oh. Hey Leute, was geht ab? Hollywood Uncut. Ich bin gerade hier im Atelier und warte auf Beginn des Webinars.
Hier ist der Chatraum. Der geht schon mächtig ab. Um 20 Uhr mache ich eine Online-Schulung mit meinem Buddy Glenn Dewis in Englisch. Jetzt ist 19.14 Uhr und wir haben schon 95 Teilnehmer. Und wie gesagt, es sind noch 45 Minuten Zeit. Geil. Warte, ich hab hier Jogginghosen anprobieren. Ach ja. Ey, jetzt geht er mir auf den Sack da. Enzo, auch schön. Ja. Ich hab's gesehen. Okay. So, wir sitzen auch hier, ja, zu dritt. Hallo. Hi. Okay. Hey Leute, was geht ab? Oh, scheiße, ohne Kappe, Alter. Ich war gerade beim Friseur. Die Haare sind nicht gemacht. Warum ich den Ball hier drehen lasse, ist nicht, weil ich jetzt wieder angefangen habe, Basketball zu spielen, sondern weil der Gabo ein Bild braucht. Der macht demnächst so eine Online-Schulung und da hat er so eine Bildidee gehabt mit einem Basketball. Und das, was ich hier mache, das kann er nicht. Ja? Und dann hat er sich halt ohne Ball hingestellt und jetzt muss man das so fotografieren. Und ich halt so und dann so, klick. Und dass ihr mal seht, wie der Gabo aussieht mit seinem geilen Sportdress hier. Yeah! So, warte Gabo, fang mal einen Ball. Hops, und jetzt lass drehen. Warte so. Ja, aber das. Was? Ich kann das nicht. Was? Mach doch. Oh shit, Mütze. Oi. Oh shit. Hey, oh shit. Ist noch nicht fertig. Zeig mal. Nein, ist noch nicht fertig. Ich hab nur die Sigma-Jacke an. Absolut best of best, hey. 3, 2, 1. Ja, die geht weit aus dem Bild halt. Arg hoch. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwo hier bleiben. Ja. Wichtig ist hier, Farbmanagement durch Photoshop. Mhm. Druckerprofil. Das dieses Papier, was du gerade rein. Was ich gerade reingenommen habe, ne? Perzeptiv. Ganz kurz, wenn man Hollywood ankert. Ich kriege gerade hier mal wieder eine kleine Nachhilfe in Drucken. Weil Drucken ist immer noch so ein bisschen geiler wie digital. Und wir werden jetzt hier gerade ein paar Prints erstellen und seit dem neuen Betriebssystem muss da ein bisschen was geupdatet werden und dann kann ich wieder richtig geile Prints erstellen. Einfach, das ist übrigens der Uwe von Mr. Techo. Hi. The Man. The Einer Man. Von Techo. Okay, also. Ja. Okay, bleib mal so. 3, 2, 1. Die Waffe läuft aus. Wir shooten gerade Hintergründe für Bildideen und sind in unserem Rosesaal. HDRs auf Stativ. Und ja, ob es was wird, weiß man erst später. Aber wir gucken mal das Bild jetzt an, wie es blank aussieht. Ups. Referenzbild, wie Ferdi im Bild steht, dass man sieht, Größenverhältnisse. Ja, okay. Kelvin? Alles klar? Alter Verwalter, was machst du, Alter? Ja, da. Ich bereite mich gerade auf den Schlagerabend vor. Meine Teilnehmer vom High-Five-Workshop wollten dahin und der Typ kommt da halt. So, der hat mal mit Echo Fresh was zusammen gemacht, also der ist gar nicht so uncool, wie man denkt.